zu unserer Kanalfahrt. Kanalfahrt heißt, zwei Stunden sind wir unterwegs, zwei Stunden, in denen wir uns vertragen müssen. Sich Nah- und Fernverkehrszüge und mindestens einmal am Tag ein dicker Mann mit dem Fahrrad wird es dann auch wieder so weit sein. Also wenn Sie es mal sehen wollen, müssen Sie nur an der Kennedy-Brücke einstimmen. Ja, erstmal sind wir aber gelandet auf der Außenalster. Kurz paar Daten, Länge von Nord nach Süd, 2,5 Kilometer. An der breitesten Stelle 1,2 Kilometer breit. Und mit einer Gesamtfläche von etwa 185 Hektar sind die Binnen- und die Außenalster in etwa so groß wie das Fürstentum von Monaco oder der New Yorker Central Park. Auf unserer rechten, ach so Mensch, das habe ich eben noch vergessen. Ich sag unterwegs immer links und rechts. Ich habe früher mal mit Backbord und Steuerbord versucht, so schlechte Erfahrungen gemacht. Die Hälfte der Leute an Bord guckt immer ganz verschämt nach oben. Also ich bleibe bei links und rechts. Gemeint ist dann in Fahrtrichtung. Fahrtrichtung, das ist relativ leicht zu finden. Das ist da, wo ich sitze. Und diejenigen, die jetzt mit dem Rücken zu mir sitzen, die denken bitte kurz an oben. Also, auf unserer rechten Seite habe ich jetzt das weiße Gebäude mit dem grünen Kupferdach obendrauf. Das ist das Hotel Atlantik. 1909 erbaut von der Hapag-Reederei für die erste Klasse Passagiere der großen Ozeandampfer. Auf dem Weg von Hamburg in die neue Welt hat man hier standesgemäß Quartier bezogen. Heute gehört das Ganze zur Marriott Hotelgruppe und hier geben sich in schöner Regelmäßigkeit die großen und kleinen Stars und Sternchen aus Wirtschaft, Politik und Showbusiness die Klinke in die Hand. Oben rechts an der Ecke sehen Sie die Weltkugel, darunter den Balkon. Dahinter verbirgt sich die Atlantic Suite. Und in dieser Suite, da waren schon viele berühmte Leute zu Gast. Politiker, Wirtschaftsbosse, Künstler, Sänger, Musiker, Schauspieler aus aller Herren Länder. Ja, und einer von den Schauspielern aus Hollywood, der hat da oben sogar schon mal richtig gearbeitet. Das war nämlich der Schauspieler Pierce Brosnan. Da oben haben sie schon mal einen echten Bond gedreht. Das habe ich neulich mal erzählt, auf der Alster-Rundfahrt. Dann habe ich erzählt, da oben haben sie einen echten Bond gedreht. Da steht am letzten Tisch eine junge Dame auf und ruft durch den ganzen Dampfer durch. Welcher Bond war denn das? Und hier vorne am ersten Tisch steht ein älterer Herr auf und ruft zurück, James Bond. Ob Sie es glauben oder nicht, genau der war das. Der Morgen steht wie zum Morgen der war 30. Hat es jemand gesehen? Ja. James Bond in Hamburg? Er hat da oben seinen Widersacher umgebracht, ist raus auf den Balkon, runtergesprungen auf die Straße, vierter Stock Altbau und es ist ihm nichts passiert. Dass James Bond wieder lebt und lebt. Was uns Hamburger allerdings ein bisschen irritiert hat, James Bond springt beim Atlantik vom Balkon und landet mitten in der Mönckebergstraße vor der Galeria Kaufhof. Der ist beim Springen doch mal 400 Meter links abgebogen. Also da soll ich mal einer nachmachen. Dann haben wir hier vorne zwei Wassersportvereine. Das eine ist der Ruderclub Alemannia von 1866, das andere der Hamburger Segelclub von 1858 HSC. Zwei von insgesamt 39 Wassersportvereinen hier an der Alster. Sie sind Trainer, das habt ihr nie gesehen, das war so wunderschön. Vor 100 Jahren war das Knie einer Frau etwas richtig Frivoles. Ja, heutzutage gucken die Leute immer. Und ob sie das glauben oder nicht, bei Grundfesten der Hansestadt Hamburg, Handel, Schifffahrt und Handwerk. Gleichzeitig markiert diese Bronzestele auch die breiteste Stelle der Außenalster. Hier sind es von Ufer zu Ufer genau 1247 Meter. Die sogenannte Schwanewieg oder hochdeutsch eben Schwanenbucht. Hier in der Schwanewieg werden wir gleich drehen. Wir müssen hier nur ein bisschen auf die beiden Paddler aufpassen, weil die selber tun das nicht. Da muss man auch hellisch auf aufpassen. Hier auf unserer rechten Seite, da sehen Sie jetzt eine Menschenansammlung. Dahinter ist so ein kleiner Pavillon. Das ist
wie alt und das Ding hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich kann nur jedem empfehlen, da mal hinzugehen. 2017 haben wir tatsächlich, 2017 haben wir tatsächlich zwei. Ja, hier vorne haben wir jetzt an der schönen Aussicht auch noch eine ganz schicke Villa. Das ist das Gästehaus des Hamburger Senats. Eingeweiht 1965 durch niemand Geringeres als Königin Elisabeth II. Von England, die als erster Staatsgast hier gewohnt hat. Sie sehen die beiden Herren, die da sitzen, auf den Center-Paddleboarden. Die sitzen direkt davor. Das ist das Gästehaus. Zwei Leute, die hier gewohnt haben, die erwähnen wir Hamburger auch noch mal ganz gerne. Und zwar Prinz Charles und seine erste Frau, Prinzessin Diana. Die beiden nämlich, als die hier in Hamburg zu Gast waren. Und wir Hamburger, wir sind ja nun alles Kaufleute, alles gute Rechner. Und wir haben ausgerechnet, genau 9 Monate, aber das war völlig in Ordnung, Hamburg sagt, geh her, so ein bisschen Englisch angehaucht. So langsam wird das auch mal Zeit, dass da haben sie Charles genannt, den Löwensohn der Louis. Ich hatte damals Barmbek und Poppenbüttel vorgeschlagen, bin aber am Veto der Queen gescheitert. Ja, die wollen das nicht. Ne? Dann sehen Sie hier vorne die grüne Kuppel und Stadt. Hier vorne findet täglich jeder das zu seiner Religion dazugehörige Gotteshaus. Direkt davor das Weiße mit den vielen Segelbooten, das ist der NRV, der Norddeutsche. Gefallen. Ob sie stattfindet, schauen wir mal. Ne? Also im Moment weiß ich das noch nicht. Ja, hier vorne sehen Sie das weiße Gebäude mit dem kleinen Bootsteg davor. Das ist der Ruderclub der Hamburger Schulbehörde. Und hier können Hamburger Schüler, die einen Notendurchschnitt von 1,3 oder besser haben, das Rudern auf der Alster erlernen. Und Sie können mir glauben, wir kommen schon seit Jahren hier vorbei. Hier ist ja noch nicht ein einziges Mal an Rudern gewesen. Als da etwas ganz, ganz Besonderes. Ja, nun muss ich jetzt hier ein bisschen durchkämpfen. Weil ich ordentlich was los wollte bei dem schönen Wetter, aber war das zu erwarten. Auf unserer rechten Seite haben wir jetzt die Straße Bellevue, Bellevue französisch, heißt ja auch nichts anderes als schöne Aussicht. Und Sie sehen, Sie haben auch hier eine schöne Aussicht auf. Im Volksmund hat die Straße noch einen anderen Namen. Man nennt sie auch die Straße der Millionäre. Das würde auch viele andere Straßen auch treffen. Warum man das hier sagt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wir haben ja auch eine Menge Millionäre. Insgesamt gibt es in Hamburg 38.000 Millionäre. Dazu kommen nochmal 38.000, der Quatsch, 1.027 Einkommensmillionäre. Das sind nicht die mit einer Million auf dem Konto, sondern die, die jedes Jahr noch eine dazu bekommen. Und ob Sie es glauben oder nicht, 1.027 Einkommensmillionäre in Hamburg und ich gehöre nicht mit dazu. Ich habe mit dem Chef schon mal drüber geredet, aber gesagt, dieses Jahr mit Corona und so, da wird nichts. Jetzt freue ich mich auf nächstes Jahr, wenn er bis vorbei ist. Hoffentlich, ne? Ja, für uns geht es unter der Krugkoppelbrücke und da durch. Sie merken schon, ich muss hier fürchterlich aufpassen. Wir haben hier ordentlich Verkehr. Aber ja, wir haben hier die Krugkoppelbrücke, da fahren wir jetzt unter durch. Dahinter erwartet uns der eigentliche Flusslauf des Flusses Alster. Von hier aus sind es noch genau. Wir werden sehen, hier gibt es gleich unheimlich viel zu gucken. Ins Museum, und zwar ins Museum für Hamburgische Geschichte. Und da habe ich was ganz Tolles gesehen, nämlich die Aufnahmekriterien für Kaufmannstöchter im 19. Jahrhundert. Und da konnte man lesen, wenn eine Frau damals nicht mehr heiratsfähig war. Typische Bild machen Alsterdampfer im engen Kanal. Und glauben Sie mir, der schönste Blick ist immer noch von ganz vorne. Ja,
From the Afghan, my brother, he went there, he had his towel and he just